You know, I think it'll be a battle of what coach would say, identity. Two teams that are very dominant on the rebounds, dominant on the boards, and very dominant in a lot of areas. So, you know, it's about who can stop who from getting to those main points. Natürlich guckt man sich die Spiele an. Wir haben natürlich in der Saison auch zweimal gegen die gespielt, auch einmal gewonnen. Das zweite Mal auch phasenweise gut hier gespielt bei Ihnen. Und ja, wir bereiten uns einfach so gut wie möglich vor und versuchen unser Spiel zu spielen. Ich glaube, es wird eine sehr taffe Serie. Bonn ist klar der Favorit. Eine überragende Saison gespielt, sowohl in der BCL wie auch in der BBL. Sehr dominant, wirklich auch sehr konstant. Von daher ist es nie klar der Favorit, aber ich glaube, wir müssen uns nicht verstecken. Ich glaube, wir haben, wie gesagt, wir haben bewiesen, dass wir sie schlagen können. Aber das ist mit viel, viel Arbeit verbunden. Ja, wir müssen wirklich ein sehr gutes Spiel abliefern, fast ein perfektes Spiel abliefern, um morgen eine Chance zu haben. Ja. Hauptsächlich verbinde ich mit Halbfinale, dass wir jetzt noch vier Mannschaften haben. Die besten vier Mannschaften in Deutschland. Es wird intensiver. It's a big five-game series. You know, you just gotta get one at a time. You know, the atmosphere is a little bit more ramped up, you know, as you get closer towards the end. Es ist natürlich immer gut, wenn man guten Basketball spielt in der Playoff-Phase, in der wichtigen Phase der Saison. Deswegen, ja, wir sind auf jeden Fall hochmotiviert und wissen, dass alles möglich ist. Natürlich wollen wir gewinnen und wir wollen Erfolg haben und jeder möchte Titel gewinnen, klar. Zeigt halt wieder, wie die Playoffs halt sind, ne? Also das ist ein ganz anderer Basketball, das ist eine ganz andere Einstellung. You know, this is gonna be a dogfight. It's gonna be a very physical series, so we have to be ready for everything. Die Fans sind wirklich der sechste Mann für uns. Das haben sie das ganze Jahr lang gezeigt, haben sie auch auswärts gezeigt. Also jetzt in Malaga, Straßburg, also wirklich, wir hatten Fans bei jedem Auswärtsspiel dabei. Wir hoffen natürlich, dass heute Abend die Halle brennen wird und wir werden Vollgas geben wie immer. Natürlich gibt es bestimmte Punkte, auf die wir uns fokussieren, aber vor allem ist einfach Intensität bringen und unser Spiel spielen, wie wir es auch jetzt gegen Oldenburg gemacht haben. The team who wins goes to the finals.